Core Gamer Production. Hey you guys, willkommen zurück zu Star Wars Jedi Academy. Ja, wir sind hier noch immer auf Vijun. Es geht steil hier. Wir haben ein neues geiles Gewehr. Ich bin ein wenig traurig, dass das nicht Perma unser Gewehr ist. Naja, wie dem auch sei, wir müssen irgendwo hin. Ich habe noch keine Ahnung wohin. Ich bin gerade ein wenig lost. Nee, das nicht. Ah, okay, ich sehe es schon. Ich war doof. Verzeihung. Genau, ich muss nämlich hierher. Muss dann hier durch. Ne? Und man sieht schon, ne, die Säure, die frisst uns ziemlich das Leben weg, ne? Über Munitionsmangel brauchen wir uns keine Sorgen machen. Ich liebe diese Waffe. Es ist definitiv die geilste Knarre. Aber, wir bekommen leider nur hier, glaube ich. Also, man bekommt leider nicht oft die Möglichkeit, sie zu nutzen. So, direkt mal hier ein Schild wieder mitnehmen, ne? Und vor allem ganz wichtig, Munition. Vor allem wie diese lustige Knarre hier. So. Wir speichern hier mal wieder nochmal erneut. Ich sag ja, das ist etwas, was ich eigentlich viel zu selten mache, wieder mal. Ups. Das war mal ein dunkler Jedi. Wie man sieht. Ich. Ach, diese Waffe. Sie ist so wunderschön. Wow. Hi, guys. Okay. So, weg damit. Wow. Okay. Kyle, kannst du bitte damit aufhören, dich hier quer durch die Räume zu ziehen? Es ist sehr verwirrend, wenn du das tust. Kontrollpunkt. Okay, wir sind schon mal richtig. Eben einmal rüberhuschen. Dass hier der Schild ist, das lässt mich nicht unbedingt beruhigt sein. Munition. Speichern. Aber unbedingt. Wow. Wir generieren eben mal schnell Macht. Genau, machen wir so. Hier warten wir eben kurz einmal. Ist immer ganz gut, wenn man die Macht ja an irgendeiner Stelle mal eben regeneriert, weil dann hat man halt auch noch so ein paar Fähigkeiten zur Auswahl, weil solange wie wir das Ding hier nutzen, haben wir natürlich ein Problem. Oh. Wie man sieht. Weil, während wir das machen, regeneriert sich natürlich auch die Macht nicht, ne? Und aus diesem Grund, ja, sollte man sich eben sehr genau überlegen, wann man das Ganze nutzt.
Schön Schild und so. Oh, warte. Ich liebe die Stoßgewehre. So, wir speichern wieder an der Stelle mal eben fix. Ganz schnell. So. Gott sei Dank geht das so fix hier, ne? So, wir packen unser Lichtschwert aus und geht es hier. So. Die Dinger nehmen wir natürlich alle mit hier, ne? So, dann laufen wir hier weiter. Können hier hinkommen. Hier regenerieren wir uns erstmal nochmal Macht. Gib Gas. Schild brauchen wir nicht. Hier sind wir safe gerade nochmal. Deswegen machen wir nochmal eine kleine Regenerationspause. Perfekto. So. Aha. Müssen wir hier lang? Nee, wir müssen weiter da lang, glaube ich. Genau das meinte ich, ne? Also direkt ein Dingen weg. Ein Schild, ein Dingens. Ja, durch die Säure schwimmen ist natürlich auch eine ganz schlechte Idee. Ah, ich weiß wieder, wo ich lang muss. Okay, alles gut. Wir regenerieren gleich erstmal hier. So, denn wir brauchen gleich Machtsprünge. Man sieht, ne, da muss man quasi rum. Und dann los. So. Ja, wie gesagt, skill ich eigentlich überwiegend wegen dieser Fähige, wegen dieser Mission, weil man hier sonst massiv Probleme mit Leben hat. Was ich halt nicht so geil finde. In Deckung. Jetzt werden sie uns erwarten. Okay, wir müssen uns den Turbolaser holen und den Bomber ausschalten. Das sollte weniger das Problem sein. Zack. So, wir gehen erstmal rein hier. Nein. Ach du Scheiße. Also das hätte jetzt nicht sein müssen. Definitiv nicht. Hi, guys. Danke. Glaubst du, du kriegst mich? Nein. Wir gehen daher. Oh, unsere Macht ist fast am Ende. Wir müssen ganz schnell reinkommen. Aber wenn das Schild jetzt aufhört. Ha, sehr gut. Wollte ich gerade sagen, dann haben wir nämlich keinen weiteren Impetto. Bam. So, hier ist das. Wo kommen wir denn hier jetzt hin? Geil, Christus hinter. Meister! Wie geht's euch, Meister? Ich habe euch gerettet, ja. Wir haben ihn geskywalkert, da ist seine Hand. Hallo Druide. Wiedersehen, Druide. Kyle ist hier auch gerade nebenher ein bisschen am rumheilen, der Gute. Ich
Ich kriege dich. Mir geht's nicht gut, Kai. Speichern. Eigentlich ist das dämlich jetzt zu speichern, aber was soll's. Da ist ein Androide. Ah, okay. Offenbar sind wir richtig. Okay, der Turbolaser sollte auf der anderen Seite dieser Tür sein. Ach, verschlossen. Da hinten war ein Kontrollraum. Warte hier und sag mir, wenn ich sie offen habe. Ich habe ein sehr mieses Gefühl gerade. Ich wusste es. Schwerer Stil. Mittlerer Stil. Nein. Geh weg. Wie gut bist du denn? Fuck. Ich wusste es. Wo haben wir jetzt gespeichert? Ah, okay, hier. Turbolaser sollte auf der anderen Seite dieser Tür sein. Ach, verschlossen. Da hinten war ein Kontrollraum. Warte hier und sag mir, wenn ich sie offen habe. Okay, wir werden jetzt Folgendes probieren. Wir gehen erstmal speichern hier, weil dann brauchen wir uns das Gelaber nicht wieder anhören. Schwerer Stil! Das war's, Kai. Ich geh rein. Bin gleich da. Du blöde Sau. Fuck. Also man sieht, ne, jetzt wird das doch nicht ganz so leicht. Pass auf, dann machen wir hier nochmal den normalen Stil jetzt vielleicht. Vielleicht schaffen wir es mit dem eher. Na, sowas. Der verträgt jetzt natürlich auch eine dicke Menge, ne? Probieren wir es nochmal mit. Die Machtrage, ne? Die macht natürlich. Wenn er Machtrage dran hat, kannst du das vergessen. Puh, Alter. Oh. Das war's, Kyle. Ich geh rein. Lass mal speichern, Kinders. Alter. Also so kann sich ein Kampf natürlich auch ein bisschen ziehen, ne? Alter Verwalter. Und jetzt rein in die Burg. Wow, Gott sei Dank. Wir laden uns erstmal auf. Oh, nein, was macht er denn? Da
Da macht er Machtschub an. Ich glaub's ja nicht. So, aber gleich dürften wir aus dem Regen raus sein und das für immer. Ja, ja, doch, das sieht gut aus. Puh. Yes, jetzt sind wir in der Festung drin. Jetzt brauchen wir uns darum keine Gedanken mehr zu machen. Ja, bei, Alter. Ja, Machtblitz wird definitiv dann jetzt die nächste Fähigkeit sein, die wir aufmaxen. Sind wir aus dem Regen. Jetzt müssen wir nach oben in die Burg. Da drüben ist ein Turbolift. Ich würde ganz gerne einen Gegner haben oder irgendwas anderes zum Heilen. Als wären wir gar nicht willkommen. Mal sehen, ob wir einen anderen Weg hier rausfinden. Sie schließen immer die Tür. Langsam sollten Sie es doch gelernt haben. Oh, Leben! Bomben sind mir egal. Ich kann keinen Schlüssel finden. Wäre auch zu einfach gewesen. Ich glaube, ich habe den Schlüssel gefunden. Oh, da haben wir den Wallrun gemacht. Die Konsole zum Öffnen der Tür ist bestimmt 12 Stockwerke weiter oben. Was macht das für einen Sinn? Nee, kann ich nicht. Ja. Kann ich hiermit eventuell... Nee, ne? Ach. Nee, damit kann ich nichts machen. Es ist ein bisschen... Wie geht man jetzt hier vor? Da kommen wir nicht ran. Hier sind wir, glaube ich, hergekommen. Ah, wohin war doch es da richtig. Wohl geht. Oh, natürlich muss auch noch ein Müllzerkleinerer dabei sein. Klar. Na egal, niemand hat behauptet, ein Jedi müsste keine Drecksarbeit machen. Wohl wahr. Jaden, lauf zur Mitte. Du kannst dort rausspringen. Das war knapp. Nimm du diese Rutsche, ich nehme diese hier. Mit etwas Glück treffen wir uns auf der anderen Seite. Okay. Ach Gott. Munition, die will ich nicht mitnehmen. Okay. Speichern, ganz wichtig. Ich bin gerade ein bisschen, ja. Alter, die Mission habe ich gar nicht mehr so richtig im Kopf, ne? Aber ich glaube, also bisher ist sie ganz gut gemacht, ne? So von vom Inhalt her. Ich bin begeistert bisher. Oh, shit. Einer erledigt. Zweiter erledigt. Meister! Wir nehmen ihn in die Zange. Hab ihn! Meister! Hat sogar geklappt. Und ich dachte schon, ich müsste dich jetzt erst überall suchen. Ja, wir haben gerockt, Meister, ohne Scheiß. Das haben wir gut gemacht, Meister. Meister, habt ihr eine Ahnung, wo es jetzt hier noch lang geht? Ist das hier eventuell oder seid ihr hier... irgendwie vielleicht reingekommen? Ich glaube, hier seid ihr reingekommen, ne? Okay, hier ist zu. Und von hier bin ich gekommen. Meister, ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssten. Ne, hier ist zu. Wir speichern mal eben einmal hier. Für den Fall, dass wir uns jetzt doch verfranzen da oben. Oder sterben oder whatever.
Ah, super. Da ist nur das Ding, was er genommen hat. Gut, dass wir gespeichert haben. Meister, wie sollen wir hier weiterkommen? Ja, vielleicht so. Da bin ich, glaube ich, hier bin ich hergekommen. Dann kommt mit, Meister. Wir, weiß ich nicht, was wir machen. Nee, hier war auch nichts. Wie geht's denn jetzt hier weiter? Wo ist der hin? Wo geht's weiter, Meister? Schwierig. Ah, warte, vielleicht hat er hier eine Tür geöffnet. Ah, siehst du hier. Haha, sehr gut. Meister, ich traue diesem Ort nicht. Der Lift ist auch verschlossen. Vielleicht der Schalter. Oh, komm. Oh, oh. Jaden, pass auf! Oh, Jaden, du musst das Wasser ablassen. Wenn diese Leitung den Boden erreicht, werden wir beide gegrillt. Die Frage ist, wo? Nein. Nein, da auch nicht. Auch nicht. Ah, warte. Ich weiß wo. Yes. Sehr gut. Wir haben einen eigenen Weg geschaffen. Okay. Boi. Da will ich jetzt in dieser Folge noch hoch. Ich weiß, dass wir gerade schon wieder überziehen. Aber es ist gerade spannend und... Hallo? Weißt du, Kai kann da quasi mit einem Hopser hoch. Wir nicht, weil wir noch Schüler sind. Okay. Ach du Scheiße. Wo kommen wir hier hin? Ah, hier kommen wir dahin. Okay. Kinders, an dieser Stelle verlasse ich euch jetzt. Wir sagen an dieser Stelle zueinander See you guys und ja, schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Star Wars. Wir können damit bis nach oben gelangen. Okay, mit Star Wars Jedi Academy. Hey you guys, hat's euch gefallen? Gut, nun gibt's ein paar Regeln, denen ihr folgen müsst. Regel 1, das Video wird nicht geteilt. Regel 2, das Video wird nicht geteilt. Regel 3, lass ein Däumchen da. Regel 4, wenn du dich mitteilen willst, kommentiere. Regel 5, wer neu ist auf dem Kanal, sollte abonnieren. Denn wir sind das, was nötig ist. Wir sind das, was du brauchst. Wir sind Core Gamer Production.